Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Let's Play Scrolls. Wie ihr sehen könnt, wir sind auch jetzt schon direkt im Spiel. Ich spiele heute wieder gegen eine Medium-KI. Aufgrund der Tatsache, dass ich letztens gegen diese verloren habe, wie ihr sehen könnt, ist der Gegner wohl dieses Wachstumsdeck und hat hier direkt diesen Wolf gespielt, der auch direkt angreifen konnte, weil er die Fähigkeit Hast hat. So, ich werde jetzt erstmal hier die Zeitbombe opfern und dann eine sinnlose Konstruktion bauen, die nichts kann bis auf sinnlos sein und abwehren. Ich hoffe diesmal, dass ich gegen den Feind bestehen werden kann. Muss ich einfach schauen, was sich dort dann ergeben wird. Ja gut, ich setze den Gun Automaton, der hat wenigstens Ranged und kann hoffentlich dann gut dem Wolf Paroli bieten. Hoffe ich zumindest. Was können die denn? Kommt zwei Schaden, bevor er angreift. Der macht zwei Schaden, der ist gleich sowieso tot, der Wolf. Komm, ich opfer den und mach nächste Runde. Ich habe übrigens mein Deck auch mit ein paar neuen Karten aufgebessert. Ich habe nämlich neue Karten gekauft, um zu schauen, was ich ja am besten draus machen kann. Und habe da auch jetzt ein paar neue Karten hinzugefügt. Ich muss ja gerade gucken, was besser ist. Ist der hier sinnvoller? Moment, das wäre eigentlich am sinnvollsten, wäre der tot. Der ist nämlich eine größere Gefahr als der Wolf. Oder mache ich einfach mal so. Hä, warum lebt er noch? Warum lebt er noch? Wie viel Leben hatte der? Okay, ich habe, glaube ich, gerade einen totalen Fail gemacht, weil ich die irgendwie falsch auf die Leben geguckt habe. Kann das sein? Ach ja, Jemini. Okay. Zwei, eins, zwei. Ich muss die Abwehrstellung hier hinbauen und auf die nächste Runde warten. Ich hätte zwar jetzt auch den Gravelock Elder bauen können, aber ich brauche einfach die Abwehrstellung da jetzt. Oh na, jetzt verbessert er seine Truppen und hat da was weiß ich, wie viele Wölfe stehen. Das wird problematisch. So. Jetzt wurde der verbessert. Ja. So, ein Wolf ist schon mal weg. Boah, was macht der denn die ganze Zeit für Enchantments? Ja, der ist schon um einiges stärker geworden. Wie viel Schaden macht der? 3. Dann töte ich damit den. Und baue den. Der durch den hier schön stärker wird. Boah, wie stark wird das Viech da hinten? Durch die Verzauberung, der übertreibt ganz schön der Gegner. Aber okay. Ja gut, baue ich den da ein. Wie viel Leben hat der Wolf jetzt noch? Ein Leben. Ja, die Medium-KI, die ist nicht super schlecht, aber auch nicht das Beste. Oh, das war dumm, ich hätte zwei Karten ziehen sollen. Aber gut. Jetzt schade ich dem Turm wenigstens schon mal, der hat Relentless. Na gut. Relentless ist schon eine schöne Sache.
kann nämlich alle Einheiten in der gegnerischen Reihe attackieren. Ja gut, jetzt greift er da ein bisschen meine Türme an. Das war auch dumm. Ich hätte auch... So, mal kurz schauen. Der kann dahin, der dahin. Der dahin und der dahin. Jetzt kriegt das Ding da schön Schaden, weil die alle jetzt direkt angreifen können. Jetzt hat hier noch einen Wolf. Was kann eigentlich der weiße Wolf? Der hat Relentless. Und er kriegt einen Angriff dazu für den anderen Wolf. So, jetzt ziehe ich aber zwei Karten. Und warte einfach erstmal ab. Was kann das Ding? Ja, jetzt lass mich mal gucken. Heilt ein Leben, okay. Also jetzt werden da noch mehr Einheiten noch gebaut, als mir eigentlich lieb ist. So, jetzt kann ich zumindest direkt angreifen. So. Der ist auch ranged. Und der ist da total sinnlos. Egal. So, das obere Teil ist fast tot. Und der weiße Wolf ist auch tot. So, jetzt hat er zwar noch ein paar Einheiten, die sind aber alle nicht sonderlich stark. Zugegebenermaßen alles andere als stark. Und er rüstet jetzt stark auf, aber wird ihm auch nicht mehr so viel bringen. Ja, komm, setz dich da hin. So, jetzt fehlt nämlich nur noch eine einzige feindliche Statue. Oder wie heißen die Dinger? Statuen, Monumente, ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig. Da kommen zwei Neukarten. Hier gehen zwar jetzt viele Schüsse ins Leere. Aber ja, der kann jetzt eh nicht mehr viel machen. Da hat er gegen mein Energy Deck jetzt wohl verloren, der gute Typ da unten. Mal gucken, mit was er jetzt noch kommen wird. Wow, da baut er noch einen guten Gandalf. Frostbeard. Wird ihm aber auch absolut nichts mehr bringen. Denn 8 Angriff, das Ding. Müsste jetzt eigentlich gewonnen haben. Und das habe ich auch. Glorreich gewonnen, würde ich sagen. Wie Dream. Ach, die Dinger heißen Idols. Idols. Gut, das war ein schönes Match. Diesmal habe ich mit meinem wunderbaren Energy Deck gegen die KI gewonnen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also möglichst morgen. Und schreibt doch alles in die Kommentare. Haut rein und jo. Ciao.